Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder zu einer frisch gepressten Ausgabe mit Themen, die es in sich haben. Qantas Lounge. Es gibt dort quasi einen Dresscode, was ihr tragen könnt, was ihr nicht tragen könnt und natürlich die alte Kontroverse drumherum. Sollte es für Reisende einen Dresscode geben? Wir haben dann noch das Thema American Airlines, hat die Crews angewiesen, dass man in der Economy Class keine Extras geben soll an die Passagiere. Jetzt werden wir diskutieren, ob diese Extras überhaupt nötig sind oder ob man sagt, Kokolores. Dann haben wir noch das Thema T1, T2 in Frankfurt. Im Moment ist es ja so, Hansens T1, andere T2, aber andere gehen in T3, wenn es neu ist. Und ab 2029 T1, T2, besser verbunden, besser zusammen, Lufthansa will alles haben. Schauen wir uns auch genauer an. TAP gibt euch Meilen jetzt auch für die billigen Flüge. Endlich mal etwas, was besser wird. Und wir haben American Express aus den USA. Ja, ich will euch den Mund wässrig machen. Die haben eine Aktion. Membership Rewards Points in Hilton-Punkte. Ihr könnt ja mal schauen, wie viel Hilton-Punkte ihr für 100.000 Membership Rewards Punkte bekommt. Ich sage euch, wie viel ihr bekommt, wenn ihr in Amerika wärt jetzt. Mit einer amerikanischen Kreditkarte. Also, lasst uns direkt starten oder wie das im Englischen heißt, without further ado. Ihr könnt jetzt den Kanal nicht nur abonnieren, die Glocke anmachen, ein Like dalassen, kommentieren und natürlich auch eine Kanalmitgliedschaft machen, sondern auch zum Stammtisch kommen. Ich mache es für Sven. Sven möchte noch zwei Leute zusätzlich haben zum Steak essen. Dadurch, dass einige leider nicht da sind und irgendwie in Maskat im Oman verschollen sind. Ja, Jörg und Regina. Müssen wir gucken, wen wir finden. Also, macht es und macht uns glücklich. Das erste Thema, Qantas Lounge. Und das Lounge-Thema ist ja nicht nur ein Thema, wo man sagt, hey, da muss man irgendwie gucken, dass man reinkommt, sondern auch, es ist so, wenn man sich das anschaut, dass viele Lounges mittlerweile überfüllt sind. Aber nichtsdestotrotz, jetzt gibt es von Qantas eine Art Dresscode. Und dieser Dresscode ist jetzt irgendwie so erinnerungsmäßig an das Golden Age von der Aviation. Das heißt also, ich habe Bilder gesehen, wo man ein halbes Schwein durchs Flugzeug gerollt hat, auf der anderen Seite das halbe Rind. Und wie die Leute zumindest im Sonntagsstart dort geflogen sind. Und natürlich, ich weiß, Fliegen ist nicht mehr nur für die Top 10 oder 10.000 People, sondern es ist für viel mehr Leute. Aber gar nicht mal gibt es doch durchaus gewisse Kombinationsmöglichkeiten von Bekleidung, wo man denkt, das geht so nicht. Und in Australien gibt es halt solche Leute, die halt Flipflops tragen. Und Flipflop ist so das Nationalding der Australier. Und Qantas hat jetzt gesagt, dass man eine ganz klare Policy hat. Und diese Policy ist Smart Casual Dress Code. Was heißt das? Denn Smart Casual, das hat man ja öfters auch bei Veranstaltungen oder bei irgendwelchen Einladungen. Und Qantas sagt ganz klar hart, wir möchten das über alle Lounges in Australien haben, besonders im Qantas Club und Qantas Business Lounge in Adelaide, Brisbane, Canberra, Melbourne, Perth and Sydney. Ganz genau. Die regionalen Qantas Lounges, genauso wie die internationalen First- und Business-Class-Lounges, ich war gerade in Los Angeles in der Qantas Lounge, da ist das so ein bisschen,
Aber man hat dieses auch in den internationalen Lounges. Das heißt also Singapur, London und Los Angeles. Und diese Guidelines werden halt befolgt und sollten befolgt werden. Smart Casual ist, wenn man Wikipedia aufschlägt, ein etwas besserer Western, also Western nicht im klassischen Sinne wie John Wayne, sondern im westlichen Sinne gekleidet. Aber man sollte dann nicht zu freizeitmäßig aussehen. Und man sollte lieber höherwertig angezogen sein, denn man könnte den Eintritt verweigert kriegen. So wie in jedem Club, wie im Plan, du kommst nicht rein. Auf jeden Fall sagte eine Sprecherin oder ein Sprecher der Fluggesellschaft, dass das Lounge-Personal oder wie wir sie alle nennen, Lounge Dragon, und die haben ja auch den Button, dass sie von Sofitel sind, zumindest war es so in Los Angeles, dass man reinkommt, nicht reinkommt, und die können halt schauen. Also da gibt es so ein bisschen Flexibilität. Aber die Qantas-Webseite hat den Dresscode erklärt, und damit ist es so, dass man den Fauxpas von einem falsch gekleideten Anzug natürlich vermeiden kann. Interessant ist, dass wenn man die Sprache dort liest, den Text, dann steht da, wir verweigern den Eintritt in die Lounge, wenn Teile der Kleidung zu freizeitmäßig sind oder halt einfach ungehörig, inappropriate. Und da gehören natürlich auch Uck-Boots dazu oder Klamotten, die so ein bisschen zu viel zeigen. Ich möchte jetzt nicht vom Borat, ich weiß gar nicht, wie heißt das Ding, was Borat da anhatte, dieses Neon-Ding, anhat. Und da sind wir beim Thema auch keine Schwimmsachen. Also Speedos, nicht erlaubt. Und auch nicht von Kopf bis Fuß in Sportsachen. Wer also ein Freund ist von Adidas, von Lululemon, wenn ihr aus der Yoga-Ebene kommt, oder aber auch in dem komischen Nike Tracksuit, das geht nicht. Da muss ich jetzt ehrlicherweise sagen, ich finde das auf der einen Seite natürlich nicht so ein, weiß ich jetzt nicht, wichtige Körperteile sollten bedeckt sein. Ob man jetzt so Spandex trägt oder wie das heißt, keine Ahnung. Aber es gibt so etwas wie Singlets. Das ist so ein, die sind kein guter Look, wenn man sich das angucken möchte. Das heißt also, das sind solche T-Shirts, wo dann auch irgendwie drauf Dinge stehen, die man halt nicht haben möchte. Das sind irgendwelche Slogans oder aber auch Bilder, die halt problematisch sind. Und blöd ist halt nur, dass sie nicht sagen, was es erlaubt, was es nicht erlaubt. Weil wir erinnern uns ja in den USA, da war das so, Fuck Trump T-Shirts waren erlaubt. Aber mit Fuck Biden, das ging nicht. Oder Sleepy Joe und solche Sachen. Also das ist immer so ein bisschen problematisch. Da sollte man doch ganz klar sagen, was guide und was nicht guide. Dann Thongs, also im Prinzip diese Havanias, diese Flippy Floppies. Da kannst du auch die Havanias tragen, die irgendwie Swarovski haben und richtig Geld kosten. Also im Vergleich zu den, glaube ich, $30, die eine kostet sonst. Die sind nicht erlaubt. Es sollte dann auch sein, mehr als eine Sandale, und da sollte auch mehr oder weniger die Knöchel bedeckt sein. Dass diese Ugg-Boots, also dieses UGG-Boots, diese Schafe um Fuß gewickelt, sind nicht Smart Casual, sagt Qantas. Warum die rausrufen, weiß ich nicht. Ich glaube, die sind doch auch irgendwie aus Australien, oder? Barfuß geht natürlich auch nicht. Wenn Schwimmsachen nicht gehen, geht natürlich auch nichts, was mit Beachwear zu tun hat. Also sollte nicht so aussehen, als ob ihr gerade von irgendeinem Strand kommt, zum Beispiel hier in Sydney oder sowas. Das sind solche Sachen. Also brauchen wir nicht nochmal anzukommen. Und natürlich auch, egal wie teuer es ist, es sollte zumindest nicht müffeln. Und auch sauber sein. Und ich bin mal gespannt, wie das Ganze ist, denn Qantas hat ja auch von sich hin gemacht, dass sie am Flugzeug so etwas enforcen wollen. Und jetzt seid ihr gefragt,
Wie findet ihr solche Regeln? Und die Frage des Tages, sollte es grundsätzlich einen Dresscode geben oder soll jeder tragen, was er will, so rein theoretisch bis zu dem Ende, dass er nicht alles zeigt? Schwierige Situation. Aber ich bin mal gespannt, was ihr sagt. Ich persönlich, manchmal denke ich mir, für manche Leute wäre ein Dresscode geil, aber dann denke ich mir, vielleicht mag ja jemand nicht mein Lacoste-Shirt. Und da muss ich auch einen Dresscode. Aber das ist Gott sei Dank kein Spandex im Moment. Also ich trage das nicht auf Spannung. Kommentiert unten und lasst es uns wissen. Ich habe jetzt 10 Minuten darüber gelabert. Ich finde es ein wichtiges Thema, weil es mich beschäftigt. Ich hoffe, es gefällt euch auch und ihr seid da ganz bei mir. So, dann haben wir das Thema American Airlines. Und zwar, da gibt es ein Thema, was, glaube ich, von meinem Freund Gary Leff als erstes genannt wurde. Und zwar, da hatte man irgendwie so eine interne Anweisung von American Airlines gedoxt, wenn man das so schön sagen will. Heißt also, man hat gesagt, dass man in der Economy Class das Reisen nicht angenehmer gestalten soll, wenn keine Deckenkissen oder andere kleine Extras vorgesehen sind. Es gibt halt den alten Spruch, dass man keine Cross-Cabin-Services macht. Das heißt also, etwas, was für die Business Class vorgesehen ist, geht nicht in die Economy. Oder aus der Premium Economy geht es nicht in die Business oder in die First oder aus der First irgendwie. Also das heißt im Prinzip, dass man eigentlich nur das in der Economy bringt, was Economy bringen soll. In Premium Economy nur das bringt, was Premium Economy bringen soll und so weiter und so fort. Ich hatte euch ja oft erzählt, dass ich bei Lufthansa auch, als ich First Class geflogen bin, eine Zeit lang relativ oft und dasselbe Essen und auch keinen Bock mehr auf, ich glaube, es gab Philly-Steak auf Heu, was im Flugzeug eh ganz grauselig schmeckt. Das liegt aber nicht daran, weil ich schlechte Qualität habe, sondern es ist einfach kein Umfeld für ein Stück Fleisch zu machen. Das ist einfach schade. Dass ich dann gesagt habe, es gibt ein leckeres Gulasch aus der Economy, bringst mir das. Haben sie gemacht. Rein theoretisch wäre das verboten. Aber und jetzt ist das Thema mit Kissen oder aber auch mit Amenity-Kits. Ich finde es schwierig. Auf der einen Seite ist das natürlich ein nice Touch. Das heißt also, wenn du zum Beispiel ein netter Kunde bist oder du hast halt irgendwie was gehabt als Problem. Man hat dir den Shampoos, gut gibt es jetzt in der Economy Class nicht, aber du hast irgendwas an Getränken auf den Körper bekommen, was du nicht wolltest. Dann gibt es eine Entschuldigung. Ich habe bei Emirates auch mal eine Flasche Dompi gekriegt als Entschuldigung. Ich weiß aber gar nicht mehr, was war. Auf jeden Fall weiß ich jetzt nicht, ob das der Fluggesellschaft so zuträglich ist, wenn man das sagt. Aber grundsätzlich ist es doch so. Wenn ich zum Beispiel als Hornzirkel bei Lufthansa fliege und ich bekomme in der Economy Class mein Getränk im Glas aus der Business Class serviert, das merken die Leute um einen rum nicht. Ich merke es, aber andere meistens nicht. Aber wenn jemand ein Kissen bringt oder wenn jemand ein Amenity-Kit kriegt, dann ist das natürlich was anderes. Das heißt also, dass dann die Konsistenz in Gefahr ist. Weil nämlich die Leute drumherum sagen, hey, warum der und ich nicht? Und das macht natürlich Probleme. Und da muss man dann der Ehrlichkeit halber sagen, dass das natürlich Sinn macht. Auch die Geschichte mit den Kissen. Wenn man für alle Kissen mitschleppen würde, dann hättest du keine Overhead-Space mehr. Heißt also, dass man, wie bei Finnair zum Beispiel, auch keine Kopfkissen mehr bringt. Finnair hat noch diese komischen Nackenrollen, aber, oder war es nur der Premium Record? Ich weiß es nicht. Und bin durch die Kabine gerannt. Aber auf jeden Fall ist es so, ich finde die Kissen auch ekelhaft, weil wer weiß, ob die überhaupt gewaschen werden. Und wie wir wissen, es wird nicht gewaschen. Zumindest nicht auf Rückflug. Hin, Outstation und dann wieder... Oder auch auf dem Europa-Flug. Wir müssen nach Freddy mal fragen, wenn er wieder Zeit hat. Also insofern viele Themen dazu. Ich persönlich habe kein Problem damit, denn ich bezahle dafür nicht. Wenn ich unbedingt ein Kopfkissen habe, bringe ich entweder mein eigenes Kissen mit oder ich gehe in die First Class, da kriege ich ein Kissen. Oder in Business Class. Also, ich finde das Ganze nicht so dramatisch, aber auch hier könnt ihr kommentieren, könnt schreiben und sagen, was ihr davon haltet und was ihr empfindet, ob das echt etwas ist, was man schauen sollte, dass das verboten gehört, dass Firmen versuchen, da eine Konsistenz reinzubringen oder nicht, weil immerhin American Airlines ist ja eine der größten Fluggesellschaften der Welt und wir wissen ja alle, wie wir sind. Ja, aber beim letzten Flug habe ich schon Kissen gekriegt.
Nee, Liebchen, das gibt es nicht. Also insofern, da müsst ihr einfach mal schauen, ob das jetzt wirklich so heiß und problematisch ist, wie es gekocht wurde im Interweb, oder ob das etwas ist, wo man sagen muss, wenn ich es haben will, muss ich zahlen. Also, da bin ich mal gespannt, was ihr schreibt. Auch hier wieder lange gelabert. Deshalb gehen wir direkt weiter zum nächsten Thema nach 15 Minuten 18 auf die Freunde von der Fraport. Und zwar wissen wir doch alle, was bei der Fraport passiert. Und zwar das Terminal 2 wird zugunsten von Terminal 3 zugemacht. Terminal 3 soll 2026 aufmachen, ist ausgelegt für 19 Millionen Passagiere. Das heißt also, im Moment sind 13 Millionen Passagiere. Das heißt, man hätte noch Platz für 6 Millionen Leute. Lufthansa sagt ganz klipp und klar, T3 haben wir gar keinen Bock drauf, wir bleiben in T1. Aber, und da kommt Carsten S. aus M. auf den Trichter und sagt, T1 muss renoviert werden. T2 renoviert er schon, aber T1 muss renoviert werden. Und wir wollen lieber die Starlines zusammen, T1, T2 und die anderen drüben. Und da sagt man doch, okay. Und das ist dann eine Geschichte, die geil ist. Diese Generalüberholung. Denn das Terminal 2 ist ja, glaube ich, auch mittlerweile 40 Jahre alt. Also es ist schon in die Jahre gekommen und braucht natürlich einmal eine, nennen wir es Grundsanierung. Und diesen zentralisierten Sicherheitsbereich im Terminal 2 für den künftigen Hubverkehr zwischen Terminal 1 und 2 sollte dann natürlich auch sein, dass man eine komplett verlinkte Infrastruktur zwischen beiden Terminals hat. Und das wäre natürlich relativ geil. Der Umbau dauert wahrscheinlich 3 Jahre, heißt also 2029. Und dann wird das Umsteigen auf der Luft- und auf der Landseite kein Problem sein. Es geht ja im Moment auch, weil wenn man Airside ankommt, das habe ich oft aus Dubai gemacht, mit Emirates angekommen, dann in die Bahn mit der Bimmelbahn rüber. Und ihr wisst ja, dass die Bahn geteilt ist. Die eine Seite ist halt Non-Schengen, die andere Seite ist außerhalb. Also das heißt quasi Landside. Gibt es auch noch eine Seite mit. Gute Frage, weiß ich gar nicht. Aber wie gesagt, das, was fehlt, ist halt wirklich, wenn man Airside ist, wenn man aus Schengen kommt, glaube ich, war das Problem. War das so? Ich weiß es jetzt ehrlicherweise nicht. Da müsste ich, also das ist jetzt 5 Jahre her oder sowas, wo ich das letzte Mal das gemacht habe. Ich glaube, dass das Schengen ist, wenn man da kommt. Man muss die Passkontrolle. Aber nagelt mich nicht drauf fest, schreibt es unten rein, wie es wirklich ist. Geil wäre halt wirklich, dass man, wenn man aus Schengen kommt, aus Nicht-Schengen kommt, jeweils die Bahn benutzen könnte oder halt was anderes benutzen kann. Die Bahn finde ich am geilsten, weil man schön auch beim Flughafen gucken kann. Und spannend ist halt, dass die Lufthansa beide Terminals haben will. Das sollten wir einfach mitnehmen. Oder ihr könnt ja mal eure Wünsche, Sorgen, Ängste und Nöte schreiben, was ihr dazu haltet und denkt. Ganz wichtig. Wir haben jetzt um 18:08 die TAP. Und zwar ist das mit der TAP sehr schön, denn die TAP ist ja ein Übernahmekandidat und ihr wisst ja, dass das relativ spannend ist. Es gibt dort ein Enhancement und die haben natürlich dort eine Fairbase, die sich Discount nennt. Discount Basic Classic plus Executive Top Executive. Und je nachdem, was es gibt, ist es so, dass es dort keine Meilen gab in der Discount. Und jetzt ist es so, man bekommt 20% der Meilen. Und das ist natürlich relativ geil. Also zwischen 20% bis 200% Top Executive. Natürlich ist das jetzt nicht viel. Da müssen wir jetzt ehrlicherweise sagen, mühsam würde sich Eichhörnchen ernähren. Aber einige Meilen sind besser als keine Meilen. Und da müssen wir dann in der Ehrlichkeit halber sagen, guter Schritt, gutes Ding. Und da danken wir doch dafür, dass man dort guckt. Auch wenn es bei der TAP relativ schwierig ist zu gucken, welche Fairbase man reinkommt. Aber so ist es, weil am Ende des Tages. Und ihr wisst ja, wie immer, an dieser Stelle gibt es von mir für euch eine. Ja, wir machen den Mund wässrig. Wir machen den Mund wässrig. Und das Mund wässrig machen hat Sinn und Verstand. Denn amerikanische Kreditkarten sind geil. Habt ihr mal geschaut, wie viel ihr für eure American Express Membership Rewards Punkte in Deutschland bekommt? Schreibt es unten rein. 100.000, wie viele Punkte bekommt ihr? Jetzt gibt es eine Aktion von Hilton, so wie es die ja auch gibt von Marriott Bonvoy und ich gesagt habe, dass man die nicht nutzen sollte. Ich sage euch gleich, ob ihr die nutzen sollt von Emerald, von Hilton. Zu viele Sachen im Kopf. Auf jeden Fall Membership Rewards Punkte.
könnt ihr umtauschen mit einem 30% Bonus. Das heißt also 100% wären normal. Also 100.000 sind 100.000 Membership. Ne Quatsch, 100.000 sind 2.000 Hilton Honors Punkte. So ist es richtig. Also 100.000 sind 200.000. Ist eine scheiß Ratio, weil es mit der Hilton Kreditkarte von Amex dreifache Punkte gibt. Mindestens, wenn nicht sogar mehr, je nachdem wo ihr übernachtet. Und dann kriegt ihr jetzt anstatt 2.000, 2.600, weil 30% mehr. Also aus 100.000 macht ihr 260.000 Punkte. Und jetzt sagt ihr mir, was ihr bei der deutschen Karte kriegt. Und das Promotionende ist natürlich bis zum 31.12. Und natürlich würde ich das nicht verwenden, weil ich ja auch die Punkte habe mit meiner Aspire-Karte. Aber nichtsdestotrotz, und da muss ich euch ehrlicherweise sagen, Freunde der gepflegten Gastlichkeit, ich glaube, und das ist so, es ist aber geiler als die deutsche Karte. Bin mal gespannt, was eure Antworten sind. Ich werde sie mir anschauen und werde dann alles versuchen zu beantworten. Ich bin jetzt auch, ich gucke mal gerade, up to date, oder? Kommentare, alle gemacht, keiner für ein Review gehalten. Ah, da ist einer, den ich... da muss ich einen noch beantworten. Ja, das könnte deine Antwort gewesen sein. So, jetzt seid ihr dran. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch unten zu kommentieren, damit ich auch eure Antwort kommentieren kann. Bis morgen in alterner Frische und danke, dass ihr geschaut habt. Glocke, Like, ich sag nichts mehr. Aber Abspann für euch. Also, bis dann. Ciao, ciao.